Moin Leute, hier ist wieder Justus vom Pointer. BWL ist mittlerweile in Deutschland ein sehr, sehr beliebtes Studienfach. Und das bedeutet natürlich auch, dass sehr viele Leute derzeit darüber nachdenken, dieses Fach zu belegen. Ich belege derzeit BWL immer noch in meinem Nebenfach und möchte im heutigen Blog einfach mal darüber reden, was euch im Studium der BWL erwartet und warum dieses Fach in meinen Augen so interessant sein kann. Bevor ich euch gleich erzähle, was euch im Studium der BWL erwartet, sollte ich vielleicht erst einmal den Begriff BWL ein kleines bisschen eingrenzen und erklären, worum es sich dabei überhaupt handelt. BWL steht für Betriebswirtschaftslehre und wie der Name andeutet, setzt sich dieses Fach mit dem Wirtschaften in Betrieben auseinander. Im Gegensatz zur BWL gibt es auch noch die VWL oder die Volkswirtschaftslehre und diese setzt sich mit ganzen Volkswirtschaften auseinander, also mit ganzen Wirtschaftssystemen. Die BWL setzt im Gegensatz dazu ihren Fokus relativ präzise auf den Betrieb oder das Unternehmen, das wirtschaftliche Handeln im Unternehmen und was für Aufgaben das so mit sich bringt. Auf den ersten Blick klingt das wahnsinnig trivial und überschaubar. Im Studium der BWL stellt sich dann allerdings heraus, dass diese Fragestellung sehr viele verschiedene Aufgaben und Kenntnisse voraussetzt. Ganz grundlegend setzt sich eigentlich jedes BWL-Studium aus zwei verschiedenen Bereichen zusammen, nämlich einmal aus der allgemeinen Betriebswirtschaftslehre oder ABWL und aus der speziellen Betriebswirtschaftslehre oder SBWL. Die ABWL ist eigentlich ein relativ klar umrissener Bereich. Es ist die grundlegende Betrachtung von Betrieben und der Wirtschaftlichkeit von Betrieben. Dabei wird nicht branchenspezifisch vorgenommen oder sich an bestimmten Funktionsbereichen orientiert. Ganz grundlegend geht es bei der ABWL nur darum, allgemeingültige Aussagen über Wirtschaftlichkeit in Unternehmen zu treffen. Die SBWL oder spezielle Betriebswirtschaftslehre befasst sich im Gegensatz dazu mit ganz speziellen Unternehmensteilen oder ganz speziellen Branchen. Sehr viele Teildisziplinen der speziellen Betriebswirtschaftslehre sind im heutigen Sprachgebrauch eigentlich schon bekannt. Beispielsweise Teildisziplinen wie Marketing, Logistik oder Finanzwirtschaft. Im Studium der BWL lernt man ganz grundlegend beide Bereiche der BWL kennen. Zum einen befasst man sich insbesondere in den ersten Semestern intensiv mit der ABWL. Andererseits erhält man auch einen sehr guten Überblick über die Teilbereiche der SBWL, beispielsweise das Marketing oder die Finanzwirtschaft. So wird man im BWL-Studium nicht nur das Fach BWL belegen, sondern vermutlich auch Fächer wie Marketing, Buchführung oder Investitionen in Finanzierung. Dadurch hat man auf jeden Fall die Möglichkeit, sehr viele verschiedene Bereiche kennenzulernen und vor allem auch die Möglichkeit, sich später in verschiedenen Bereichen weiterzubilden. Neben der ABWL und der SBWL erwartet dich im BWL-Studium noch etwas anderes, um das man eigentlich keinen Bogen machen kann. Und das ist das Rechnen. BWL ist auf jeden Fall ein sehr zahlenlastiger Studiengang. Das bedeutet, dass man um die ein oder andere Rechnung einfach nicht drumherum kommt. Ganz grundlegend würde ich sagen, dass die Rechnungen der BWL, abgesehen von der Statistik, nicht unbedingt mega schwer sind. Wenn du Mathe im Abdecker im Abi belegt hast, solltest du damit eigentlich klarkommen. Falls du Mathe allerdings hast und gar nicht damit klarkommst, ist das Studium der BWL für dich vermutlich nichts. Am Ende sollte ich zum BWL-Studium vielleicht auch noch mal kurz etwas zu den Prüfungsleistungen sagen, da das natürlich sehr viele Leute vor dem Antritt eines Studiums schon interessiert. Ganz grundlegend ist bei mir an der Uni das BWL-Studium vor allem durch Klausuren geprägt. Um die ein oder andere Hausarbeit wird man zwar keinen Bogen machen können, weil diese natürlich auch die Bachelorarbeit vorbereiten, aber gerade weil die BWL so mathelastig ist, ist bei uns die Leistungsabfrage meistens durch Klausuren und nicht durch Hausarbeiten. Am Ende stellt sich jetzt vermutlich noch die Frage, warum man BWL studiert. Und gerade für BWL als Hauptfach gibt es sehr viele verschiedene gute Gründe. Ich habe das Gefühl, dass die BWL einem wirklich die Möglichkeit gibt, das Wirtschaftssystem und das Wirtschaften gut kennenzulernen. Es gibt dort sehr viele sehr interessante Theorien, mit denen man sich gut auseinandersetzen kann. Andererseits bekommt man dadurch wirklich Einblicke in Bereiche, die man sonst nicht kennenlernt. Wenn du ein Studium der BWL abgeschlossen hast, stehen dir eigentlich fast alle Türen offen, weil du in fast jedem wirtschaftlichen Bereich arbeiten kannst. Und insbesondere für den Master gibt es wahnsinnig viele verschiedene Bereiche und Branchen, in die du dich weiterbilden kannst. Was ich beispielsweise sehr interessant finde, ist das Marketing oder die Marktforschung. Und auch das ist ein Bereich, in dem man mit dem BWL-Studium sehr gut Fuß fassen kann. Sehr viele Leute sehen das BWL-Studium immer als etwas sehr Kaltes, Herzloses und Kapitalistisches. Aber meiner Meinung nach hängt das vor allem von der Uni ab. Wenn du an einer guten Uni bist, dann wird dir jede Lehre kritisch beigebracht und dann wird auch dein BWL-Professor dir beibringen, mit den Inhalten deines Studiums kritisch umzugehen, weiterzudenken und vor allem das anzuwenden,
mit dem du selber klarkommst und mit dem du dich selber identifizieren kannst. Für mich bietet sich BWL als Nebenfach vor allem an, weil es im Gegensatz zu meiner Geisteswissenschaft als Hauptfach auf jeden Fall noch einen anderen Blickwinkel eröffnet, den ich im Hauptfach eigentlich nicht betrachte. Gerade in den Geisteswissenschaften machen Professoren oft einen sehr großen Bogen um wirtschaftswissenschaftliche Themen. Und gerade bei Geisteswissenschaften kann man aus diesem Grund durch die BWL sehr viel Hintergrundwissen und sehr viel Verständnis erlangen, was einem sonst im Hauptfach eventuell nicht passieren würde. Am Ende interessiert mich jetzt trotzdem noch, wie ihr zu BWL steht. Haltet ihr sie eher für ein herzloses kapitalistisches Fach oder seht ihr es so wie ich, dass es auch ein sehr interessantes Fach sein kann? Lasst einfach mal einen Kommentar da und falls ihr noch ein bisschen Zeit habt, lasst ein Like da, abonniert Pointer und macht die Benachrichtigung an. Sehen uns dann im nächsten Video. Ciao!